richtig gelungene Maschine. Das ist er, das neue Flaggschiff von Fendt, der 900 Vario. Mit einer Vielzahl an Innovationen und Neuheiten, wie zum Beispiel 390 PS Maximalleistung, das neue ABS-System, die Reifendruckregelanlage integriert, ein neues großes Terminal, neue Heckzapfwellendrehzahl, der neuen SCR-Technologie für die nächste Abgasstufe Tier 4 Interim, eine Kabinenfestigkeit für herabfallende Gegenstände, diverse Softwareerweiterungen und eine Vielzahl an interessanten Features für den modernen Traktorfahrer. Einige der Highlights der neuen Fendt 900er Baureihe befinden sich natürlich auch unter der Haube im Bereich des Antriebaggregats. Beispielsweise die Hubraumsteigerung von 7,2 auf 7,8 Liter, eine neue, noch effizientere Kühlanlage, ein Wärmemanagement zwischen Getriebe und Hydrauliköl-Haushalt, die Integration der Elemente für die SCR-Technik, um die Kraftstoffeffizienz noch mehr zu steigern und natürlich, wie bereits erwähnt, die neue Maximalleistung von 390 PS. Ein weiteres Highlight unserer neuen Fendt Vario Baureihe ist das neue große Vario Terminal. Dieses Vario Terminal bietet dem Anwender die Möglichkeit, mehrere Anwendungen und Geräte gleichzeitig anzuzeigen und zu beobachten. Beispielsweise lassen sich hier die Schlepperinformationen auf der rechten Seite anzeigen, im linken unteren Bereich die Anwendung des Vario Guide Systems und im oberen Bereich eine eventuelle ISO-Anwendung oder eine Kamera im Front- oder Heckbereich. Durch seine Anbindung direkt an der Armlehne verhindert es Relativbewegungen zwischen dem Anwender und dem Terminal, sodass es ruhig bedient werden kann, auch bei schneller Fahrt. Bedienmöglichkeiten sind zum einen über die Soft-Touch-Technologie direkt am Bildschirm, zum anderen über den Betätigungsgriff hier mit einem festen Halt, wenn das Fahrzeug intensiv im Acker bewegt wird. Das neue Antiblockiersystem für die Druckluftbremsanlage in der 900 Vario Baureihe bietet eine erhöhte Fahrstabilität bei schwierigen Bremsvorgängen, bei unterschiedlichen Reibbelägen, egal ob Glatteis, rutschige Untergründe oder fester Fahrbahnbelag, wird hier das Fahrzeug stabilisiert und bleibt weiterhin bei Bremsvorgängen lenkbar. Die Reifendruckregelanlage ist in der neuen 900 Vario Baureihe im Fahrzeug voll integriert. Die Bedienung erfolgt über das neue große Terminal. Der Luftdruck lässt sich an der Vorder- und an der Hinterachse getrennt regeln, je nach Bedarf der Anwendung. Die großen Vorteile der Reifendruckregelanlage sind im Wesentlichen die Kraftstoffersparnis durch den passenden Reifendruck, die Bodenschonung, der Einsatz des Fahrzeugs auch bei widrigen Witterungsbedingungen, die Gesamteffizienz des Gespanns von Traktor und Gerät und am Ende vielleicht sogar der Ersatz von Spezialmaschinen, die dadurch überhaupt nicht mehr benötigt werden. Insgesamt ist die neue 900er Vario Baureihe ein rundum gelungener Allrounder mit allen neuen Innovationen und Detailverbesserungen, die sich darin befinden. Durch seine enorme Kraftstoffeffizienz und seine Vielseitigkeit bietet er Anwendungsmöglichkeiten im landwirtschaftlichen Bereich, im Forsteinsatz und genauso natürlich im Bauwesen oder im Kommunalbereich.